So, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zu unserem heutigen Vortragsabend, der mal ganz anders ist als alle anderen, schon allein dadurch, dass wir seit längerer Zeit wieder einen Referenten haben, der aus dem Ausland kommt. Während die letzten Referenten, aus dem Ausland haben wir ja über Zoom importiert, wenn ich so sagen darf. Ansonsten fällt es mir ein bisschen schwer, zu dem heutigen Thema bzw. zum Referenten ein paar einleitende Worte zu sagen. Ich habe den Burkhard Heimer mal kennengelernt, vor vielen Jahren, also sollte richtiger sagen, vor Jahrzehnten. Das war bei einem Kongress, den Pater Resch damals veranstaltet hat, und ich muss sagen, ich habe also nicht viel davon verstanden. Aber ich habe natürlich eine sehr lebhafte Erinnerung an den Mann selbst, wie er aussieht. Sie müssen also wissen, oder diejenigen von Ihnen, die es noch nicht vielleicht gegoogelt haben oder so, er war also ein schwer versehrter, in seiner Jugend noch als Student, ist er bei einem Unfall also schwer verletzt worden, hat beide Arme verloren. Man hat dann später in der Folge von mehreren Operationen die aus den Unterarmen sozusagen so Greifzangen gemacht, also Elle und Speiche hat er gegeneinander bewegen können. Also das sieht dann ungefähr so aus wie von einer Krabbe oder von einer Laguste, nicht sehr, wie soll ich sagen, einladend. Darüber hinaus hat er seine Sehfähigkeit zum größten Teil verloren, hat also nur mehr Schwarz und Weiß unterscheiden können. Und ich kann mich noch an das eine deutlich erinnern, dass er seinen Vortrag mit den Worten begonnen hat. Man soll ihm also sagen, ob er laut genug spricht, weil er nahezu taub ist und daher seine Stimme nicht kontrollieren kann. Aber wie gesagt, diese Außenbezirke, die habe ich mir gemerkt, den Inhalt weniger. Und das lag also daran, dass der Inhalt hochkomplex war und das ist überhaupt das Problem bei Burkhard Heim überhaupt. Und dadurch, also auch wenn es akustisch gut verständlich war, inhaltlich, kognitiv nicht so einfach war. Ich versuche das von der anderen Seite, weil der hier auch steht, eine physikalische Parapsychologie. Das Problem also in der Parapsychologie ist, oder eines der Probleme ist folgendes. Stellen Sie sich vor, mein Bruder in den USA, fiktives Beispiel, ich habe keinen Bruder, auch keinen in den USA, aber mein Bruder in den USA, also eines Tages sage ich zu meiner Frau, du, ich weiß nicht, was los ist, ich muss dauernd an meinen Bruder denken, was ist da geschehen, ich denke ja sonst auch nicht dauernd über ihn, was ist los. Und dann nach ein paar Stunden bekomme ich eine SMS, wo er schreibt, lieber Bruder, stell dir vor, ich bin heute von einem Auto niedergestoßen worden, es ist Gott sei Dank nichts passiert, aber ich war im Spital 4 Stunden lang, bin alles durchuntersucht worden und es waren also nur ein paar Prellungen und es ist alles bestens. Und wenn ich jetzt zurückrechne, wann ist das erste Mal dieser Eindruck entstanden, ich muss an meinen Bruder denken, waren das vielleicht gerade diese 4 Stunden? So, und jetzt also, natürlich, wir können ein Etikett draufhängen und sagen, typischer Fall von Telepathie. Wir können die Parameter anlegen, die wir also sonst üblicherweise tun, nämlich erstens Telepathie zwischen Freunden, zwischen Personen, die miteinander emotional verbunden sind, Freunde, Partner, Geschwister und so weiter. Zweitens Telepathie in Krisensituationen, das steigt also nur dann irgendwann ins Bewusstsein auf, wenn wirklich etwas passiert ist, was unter Umständen lebensbedrohlich ist. Auch wenn am Schluss herauskommt, außer ein paar Prellungen war nichts. Das ist der eine Weg, den man da gehen kann. Der andere Weg ist, dass wir sagen, also das sind tausende Kilometer entfernt. Ist das ein Signal, das da wandert? Wie kommt eine Übermittlung von da über tausende Kilometer zustande? Wie schaut unsere Welt aus, dass sie das zulässt? Das ist also in den 4 Dimensionen des Raums relativ schwer zu verstehen, nebst anderen Problemen. Warum geht das zielgerichtet nur auf den einen Empfänger im Gegensatz etwa zu einer Rundfunkübertragung? Also das ist die eine Frage, die Dimensionalität unserer Welt. Schaffen wir das, diese Phänomene einzuordnen innerhalb des 3-dimensionalen Raums oder des 4-dimensionalen Raumzeitkontinuums? Vielleicht gibt es gewisse Umwege, wie zum Beispiel also die Wormholes im Hinblick auf die Bewegung oder vielleicht eröffnet das, wofür Zeilinger den Nobelpreis bekommen hat, diese Verschränkung
ein neues Bild, wie man also Telepathie über solche Distanzen erklären kann, oder eben die Einführung mehrerer Dimensionen, neuer Dimensionen. Und da sind wir eben bei Heim, der da eine Erweiterung unseres physikalischen Bildes im Hinblick auf mehrere Dimensionen vorgeschlagen hat. Naja, und dann ist noch etwas zu sagen. Nicht zuletzt aufgrund seiner Behinderung oder seines persönlichen Schicksals hat er es geschafft, sich in eine Ecke zu manövrieren oder in einer Ecke zu verbleiben, wo er nicht wahrgenommen worden ist. Das wissenschaftliche Leben in jeder Disziplin spielt sich in den Zeitschriften ab. Neue Entdeckungen, neue Ansichten, neue Theorien werden in Zeitschriften publiziert. Wenn ich mich recht erinnere, hat Heim einen einzigen Zeitschriftenartikel produziert. Alles andere hat er quasi, wenn ich so sagen darf, für die Schreibtischlade geschrieben, und das ist dann publiziert worden beim vorhin genannten Pater Resch, also der die Organisation Grenzgebiete der Wissenschaft betrieben hat. Bitte nicht zu verwechseln mit Freiburg Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene. Beide haben den Begriff Grenzgebiete. Und wenn ich schon sage, Pater Resch, sehen Sie, dass das also schwer kirchenlastig ist und das ist auch nicht jedermanns Sache. Und sich also jetzt durch diese Bücher durchzuarbeiten, ja, das ist also schlimmer als die Grießbrei-Mauer im Märchen, weil nach der Grießbrei-Mauer weiß ich, da erwartet mich was Positives. Ich glaube, die gebratenen Tauben oder so. Während hier ist man sich ja nicht sicher, ob das dann wirklich ein tragfähiges Modell ist. Und daher ist es natürlich sehr erfreulich, dass einzelne Personen sozusagen da, als wenn ich das so sagen darf, als Missionar auftreten. Also in erster Linie ist das natürlich Illo Brandt von Ludwiger gewesen, der also sehr eng mit Heim beisammen war, zu dem es da hier auch einige Kontaktpersonen gibt, wie ich gehört habe. Illo Brandt von Ludwiger ist also vielleicht am bekanntesten in der UFO-Szene, hat sich also dann auch sehr mit verschiedenen parapsychologischen Phänomenen beschäftigt, und ich spreche deshalb im Perfekt, weil ich also von ihm schon lange keine Publikation gelesen habe, aber soviel ich weiß, lebt er und geht es ihm gut, ich hoffe zumindest, und bitte daher zurückzugrüßen. Und das war also aus dieser, sagen wir mal, Blase von MBB, Messerschmidt, Bölko, Blom, Otto Brunn, wo also auch andere Leute herkommen, zum Beispiel der Emde, den ich gestern in anderem Zusammenhang erwähnt habe. Und ja, also das ist die Situation. Wir haben da ein Werk, das von den Physikern von Beruf, von den theoretischen Physikern, von den Experimentalphysikern ignoriert wird, weil er jeder sagt, er hat nichts publiziert, der Mann, wie kommen wir dazu, das lang durchzulesen, bringt es überhaupt etwas so? Und jetzt ist es natürlich sehr verdienstvoll, wenn einzelne Personen, das eben wie Illo Brandt von Ludwiger schon seit Jahrzehnten und jetzt eben unser heutiger Referent, das sozusagen ein bisschen aufbereiten, sodass wir eine Ahnung bekommen. Also das, was ich so erfahren habe, ist unser heutiger Referent Maschinenbauer, konkret gesagt Anlagenbauer, und ist tätig bei einer Firma im Hauptberuf, also Pushen ist keineswegs ein Hauptberuf, im Hauptberuf tätig bei einer Firma, die Anlagen für die pharmazeutische Industrie herstellt. So, und damit habe ich jetzt genug gesagt und bitte Sie um Ihre Worte. Ja, vielen Dank, Herr Professor Mulatsch, erstmal für die Einladung und natürlich auch für die Ankündigung. Entelechie und Telos bei Burkhard Heim ist der Titel meines Vortrages. Ein kontroverser Ansatz für eine physikalische Parapsychologie im Untertitel. Was Entelechie und Telos sind, das hoffe ich, wird Ihnen in wenigen Minuten schon klar sein, denn es ist das, über das ich heute sprechen möchte. Burkhard Heim, Sie haben es kurz erwähnt, ich will den Mann gar nicht in den Mittelpunkt stellen, weil ich glaube, wer hier ist, der hat mehr oder weniger schon von ihm gehört und auch was ihn ausmacht. Also ich werde nur kurz etwas zu seiner Person sagen. 22 Jahre nach Burkhard Heims Tod ist sein Ansatz mit Sicherheit immer noch kontrovers und wird immerhin ab und zu diskutiert, vielleicht nicht in der breiten Fachwelt, aber doch zumindest in dem Bereich, der sich mit seinen Themen beschäftigt, also auch in der Parapsychologie. Wie man
die gesamte Parapsychologie in ein physikalisches Weltbild integriert, ist nach wie vor die Frage. Und meine Faszination mit Haim war immer, dass er hier einen Weg zeigt, der zumindest mir persönlich recht rund erscheint. Und das ist heute mein Thema. Kurz zu meiner Person. Hannes Schmidt ist mein Name, ich bin Diplom-Ingenieur und ich bitte das Fehlen jeglichen Dialektes zu entschuldigen, aber mein Vater kommt aus Baden bei Wien. Ich hoffe, das gibt mir doch noch einige Pluspunkte hier. Er hat sich dann entschieden, er möchte Häfen bauen und da in der Donau die Nachfrage nicht so groß ist, ist er nach Norddeutschland gezogen und hat dort meine Mutter kennengelernt. Vielleicht kennen mich einige von Ihnen über meinen YouTube-Kanal 6 Dimensionen in Farbe, wo ich also den Haim thematisiere in handlichen 10-Minuten-Portionen, wie das der durchschnittliche YouTube-Gucker erwartet heutzutage. Es gibt noch den englischen Parallelkanal mittlerweile, Six Dimensions in Color. Ich bin Jahrgang 79, habe mich seit meiner Jugend mit Naturwissenschaften beschäftigt, war im Bereich bei einem Jugendforschwettbewerb tätig oder aktiv, bin, wie Herr Mulasch mich ankündigte, Anlagenbauer. Darüber hinaus betreibe ich das Natal-Intuitionstraining und mein künstlerisches Hobby, das habe ich mit diesem Komplex Heimtheorie versucht zu verbinden, indem ich also im Hintergrund immer bunte Bilder mitlaufen lasse, damit die Theorie nicht so grau wird und der Zuschauer vielleicht noch auf einer anderen Ebene angesprochen wird. Ja, Burkhard Haim, das ist das Foto von ihm, das die meisten kennen. Sprengstoffunfall im Alter von 19 Jahren. Er war also schwer gezeichnet davon. Paradoxerweise ist das Teil seines, ja, also wer ihn nicht persönlich kannte, der kennt ihn wenigstens unter diesem Label, würde ich es mal sagen. Und er ist auf diese Weise auch Teil seines eigenen Mythos, der um ihn entstanden ist. Also vielleicht ist es so ein bisschen der Stephen Hawking-Effekt, da guckt man auch hin. Der Mann saß im Rollstuhl, konnte sich mit Hilfe eines Computers verständigen. Selbst wer Haim nicht kennt oder von seiner Theorie nicht zählt, man hört doch von jedem, dass sie immerhin beeindruckt sind, dass er es unter diesen Umständen geschafft hat. Also ohne Hände und fast ohne normales Hör- und Sehvermögen. Das Foto ist insofern bezeichnend für das Klischee, das ich ausräumen möchte heute, nämlich das Klischee des Eigenbrötlers, der in seinem stillen Stüblein völlig unverständliche Formeln an die Tafel schreibt, so ein bisschen Doc Brown-mäßig. Ich möchte Ihnen nahebringen, wo Haim doch einzuordnen ist in die Philosophie des 20. Jahrhunderts und auf welchem Fundament er eigentlich steht und wer die Gerüste für ihn bereitet hat. Dann hängt er nämlich plötzlich nicht mehr so alleine da. Mit den ganzen Phänomenen, mit denen wir konfrontiert sind in der Parapsychologie, ist immer die Frage, wie integrieren wir sie in ein physikalisches Weltbild. Wir erkennen in der Physik Raum und Zeit. Und viele Forscher, viele Physiker haben sich Gedanken gemacht, wie ist die gesamte Welt beschaffen? Ist da noch mehr als diese 4 Dimensionen? Und es sind eine ganze Menge Theorien mit höheren Dimensionen entstanden im Laufe der Zeit. Der erste Ansatz, der war noch zu Einsteins Zeiten in den 1920ern von Kaluza und Klein. Die haben also angenommen, es gibt eine zusätzliche Raumdimension, irgendwie zusätzlich zu unserer gewohnten Raumzeit. Roger Penrose Twister-Theorie auf 3 Dimensionen angewandt, ergibt eine 6-dimensionale Welt. Das können wir uns kurz merken, den Punkt. Und ab den 60ern, 70ern sind dann weitere Theorien entstanden, wie die Supersymmetrie, die arbeitet mit 10 Dimensionen, die sogenannte M-Theorie, 11 Dimensionen, und Superstring-Theorie N, da gibt es also eine ganze Gattung von, die arbeiten mit 11 Dimensionen oder noch mehr. Und das Problem, das all diese Modelle haben, ist,
Wie wollen Sie denn deuten, was Sie da postulieren? Denn zunächst mal sind das rein mathematische Ableitungen. Und Sie können nicht sagen, welcher Teil unserer Erfahrung ist das denn? Das Ziel, vielleicht müsste ich das davor noch schieben, das Ziel dieser genannten Theorien ist ja nicht einmal die Parapsychologie, sondern erst einmal die Physik an sich, wo Gravitation und Elektromagnetismus noch nie vereinigt wurden, erfolgreich. Heim greift da hier gleich noch viel höher. Aber also diese Dimensionen, die da postuliert werden, sind mathematisch zwar notwendig, aber sie sind nicht ontologisch. Das heißt, sie sind nicht etwas, das tatsächlich da ist oder etwas, das tatsächlich nachweisbar ist, im Sinne von, ja, das so anschaulich ist wie Raum und Zeit. Es wird dann diese, vielleicht kennen Sie die Begründung, die dann gegeben wird, ja, diese Dimensionen sind also im Mikrobereich aufgerollt, deswegen sind sie zwar da, aber eigentlich doch nicht. Gut, dann ist die Frage, wie physikalisch ist so etwas überhaupt? Sprich, Sie können es nicht zum Gegenstand von Experimenten machen, Sie können das niemals regelrecht, Sie können das niemals nachweisen. Sie können es nur als Hintergrund postulieren. Aber vor genau diesem Problem stand Burkhard Heim nun auch. Er hat 1953 abgeleitet, und zwar auch erstmal aus der Problemstellung, ich möchte Gravitation und Elektromagnetismus vereinigen. Er hat abgeleitet, dass das in einer sechsdimensionalen Welt möglich ist. Kurz Verweis auf die letzte Folie, auch Roger Penrose ist auf so eine Dimensionszahl gekommen, interessanterweise sogar mit ähnlicher Notation, aber er konnte das nicht interpretieren. Wie gesagt, Heim stand vor dem gleichen Modell. Seine Frau schrieb in ihren Memoiren, sie sind zusammen Zug gefahren und er blickte so sinnierend aus dem Fenster und kam irgendwie darauf, die Welt hat sechs Dimensionen. So, das war die Initialzündung. Aber gut, was sind die? Denn auch Heim konnte es zunächst noch nicht deuten. Ontologisch heißt, wer den Begriff nicht kennt, also es heißt etwas, das tatsächlich da ist, im Sinne von etwas Seiendes, was immer dann seiend bedeutet, aber so bezeichnen es die Philosophen. Heim konnte schon insofern sagen, dass diese beiden Zusatzdimensionen imaginär zählen, also so etwas Ähnliches wie die Zeit, die schreibt man auch als eine imaginäre Koordinate in der Physik. Und diese Zusatzdimensionen x5, x6, die zählen eben auch imaginär. Dieser Begriff, also so ähnlich wie die Zeit, zeitartig, sagte man deshalb dazu, das sorgte schon für Verwirrung, auch bei Kritikern ein bisschen, natürlich ist das keine weitere Zeit. Soweit war übrigens Roger Penrose gekommen, der hatte sich gefragt, ja, wenn ich da zwei zusätzliche imaginäre Achsen habe, sind das zwei zusätzliche Zeiten, aber was soll das sein? Wir kennen eine Zeitrichtung und wie soll da rechts und links und oben und unten noch dazukommen? Und nun komme ich zu einer Person, die zwar Erwähnung findet in Heims Biografie von Hillebrand von Ludwiger, aber sonst nahezu unbekannt ist. Hedwig Konrad Martius war eine Schülerin des Philosophen Edmund Husserl und entwickelte seine Philosophie der Phänomenologie weiter, das heißt die Lehre, die sich mit den Phänomenen der Welt beschäftigt. Sie war die erste Frau in Deutschland, die in Philosophie promovieren durfte, letztendlich 1912 in München erhielt sie den Doktortitel zuerkannt und nachdem hatte dann Publikationsverbot zwar lange unter den Nationalsozialisten, aber erhielt eine Honorarprofessur an der Universität München in der Nachkriegszeit. Sie beschäftigte sich sehr intensiv mit den modernen Erkenntnissen der Naturwissenschaft, also was zu dem Zeitpunkt bereits zur Verfügung stand, und das ist eigentlich gar nicht so viel mehr, als wir heute haben. Also es gab die Relativitätstheorie, es gab die Quantenphysik, sie kannte auch Heisenberg persönlich und hat sich gefragt, wenn wir die Phänomene der Welt betrachten und die Physik, wie kommt das alles zusammen? Und sie fand, das ist noch nicht ganz vollständig und ihre Überlegungen bilden tatsächlich die Grundlage dessen, was Heim gemacht hat. Wenn man ihre Bücher liest,
merkt man, erst dann merkt man eigentlich, wie viel Heim von ihr übernommen hat. Sie hatte gesucht nach Weltbildern, die mehr Dimensionen fordern, weil sie aus ihren Überlegungen, zu denen komme ich gleich noch, aus ihren Überlegungen folgerte sie, da muss es mehr geben als Raum und Zeit, als reale Weltdimensionen. Sie hatte gehört, da gibt es einen Burkhard Heim, der hatte verwirrende Vorträge gehalten über Raumfahrtantriebe, aber der postulierte auch, dass es ein Weltbild mit sechs, dass wir eine Welt mit sechs Dimensionen, in einer Welt mit sechs Dimensionen leben. Hatte aber nichts von ihm publiziert gefunden. Problem, bis zum Schluss fast von Heims Leben, aber da begann es schon. Aber sie haben sich zusammen getroffen immerhin. Und sie hatte publiziert einige Bücher, der maßgebend für Heims Werk, auf das ich heute vorstellen möchte, ist der Selbstaufbau der Natur, ihre Reflexionen über die Zeit. Weiterhin maßgeblich waren ihr Werk Der Raum und Das Sein. Das sind nur einige ihrer Bücher. Und was sie gefunden hat in ihrer Philosophie, das möchte ich Ihnen jetzt kurz zusammenfassen, denn das ist unmittelbar der Vorläufer dessen, was Heim dann gedacht hat und detailliert hat. Der Selbstaufbau der Natur beschäftigt sich mit diesem Begriff der Entelechie. Entelechie, der Begriff geht noch auf Aristoteles zurück und ist so etwas wie, ja, was das Wesen des Organismus ausmacht und ihn bewegt, bei Aristoteles. Über die Jahrhunderte oder Jahrtausende, muss man fast sagen, über das Mittelalter bis dann in die Philosophie der Neuzeit, wandelte sich der Begriff etwas und er wurde von den Biologen des 19. und 20. Jahrhunderts auch durchaus gebraucht. Die Biologie noch vor 100 Jahren war etwas ganz anderes als das, was sie heute gelehrt bekommen, wenn sie Biologie studieren oder wenn sie die Bücher aufschlagen. Heute ist das vor allem Biochemie sind molekulare Zusammenhänge und Mechanismen, über die geforscht wird auch. Genetik natürlich auch. Damals war ein wesentlicher Zweig der Beschäftigung mit dem Lebendigen das Lebendige selbst, also die Entwicklung von Organismen. Die Formgebung und Form und Entelechie sind unmittelbar verbunden. Sie bezog sich, und darüber hat sie sehr ausgiebige Reflexionen angestellt in diesem Buch oder auch in anderen Büchern, bezog sich sehr stark auf die Arbeiten von Hans Driesch, der ist vielleicht ein Begriff, also in der Parapsychologie auf jeden Fall, der geistige Vater von Hans Bender gewissermaßen, was wiederum der geistige Vater von Dr. Lukadu ist, Alexander Gurwitsch, russischer Biologe. Es gab damals eine ganze Reihe von Biologen, die solche Versuche gemacht haben, die sie heute wahrscheinlich niemals wieder genehmigt bekämen. Zum Beispiel wurden bei Embryonen von Amphibien also Teile abgetrennt und dann Teile, ein anderes Körperteil an die Stelle gesetzt und geschaut, was passiert damit. Also so Chimärenversuche, teilweise auch Chimärenversuche zwischen verschiedenen Spezies. Man hat sehr überraschende Dinge gefunden dabei, nämlich, dass sich das Gewebe manchmal oder unter gewissen Umständen trotzdem normal entwickelt. Oder dass es möglich ist, einen Molch zu kreieren, der ein Froschmaul hat. Und sowas alles. Wie gesagt, das bekämen sie heute nie mehr genehmigt unter ethischen Aspekten. Aber damals hat man das frei gemacht. Und das lieferte einige Antworten darauf, wie sich Organismen entwickeln. Und dass es hier auf jeden Fall etwas geben muss, was diesen Aufbauprozess steuert. Und das war Grundlage für eine wesentliche Detaillierung dieses Begriffes der Entelechie für Hedwig Konrad Martius. Im Übrigen ist ihre Argumentation auch heutzutage, wo wir sehr viel mehr Details wissen über die Abläufe, die molekular geschehen, und über Genetik, über Steuerungsmechanismen, sie wird nicht falsch, weil dieses zusätzliche Agens,
das die Form kreiert und die Ordnung kreiert des Ganzen, die ist nicht reduzibel und nicht reduzierbar. War es damals nicht und ist es, wenn Sie sich die heutige Biologie auch angucken, erst recht nicht. Es ist eher versucht worden, noch mehr reduziert zu werden. Und auf Nichtreduzierbarkeit läuft diese Entelechie am Ende hinaus. Das werden wir gleich sehen. Sie fand dabei, um es zusammenzufassen, diese formgebenden Kräfte, die können weder reduziert werden auf Felder, die in einem Raum vorhanden sind. Sie kennen sicher den Begriff des morphogenetischen Feldes von Rupert Sheldrake, der so etwas wie impliziert, dass es ein Kraftfeld ist, wie wir es von Magneten oder von einem Kondensator kennen oder so etwas, also was eine räumliche Ausdehnung hat, was dann in der Intensität abfällt mit dem Abstand und so weiter. Das kann es nicht sein. Es kann auch nicht reduziert werden auf materielle Eigenschaften, denn der Ordnungszustand, also das System höherer Ordnung, kann nicht zurückgeführt werden auf ein System niedrigerer Ordnung. Das ist eine ganz einfache Anwendung oder Umkehrung von Gödels zweiten Satz. Also forderte sie, die Entelechie als solche muss eine zusätzliche Weltdimension sein und damit realer Bestandteil der Erfahrung. Es ist etwas, was uns ständig begegnet, worüber wir vielleicht nie nachgedacht haben, dass es unsere Erfahrung sein könnte und dass man es als eine Dimension regelrecht charakterisieren könnte in einem physikalischen Sinne. So viel zur Entelechie. Über die Zeit ging sie bis auf aristotelische Vorstellungen zurück und fand, es gab, also die alten Griechen stellten sich vor, dass die Zeit sich in Zyklen bewegt. Den perfekten Beweis dafür sahen sie in der Bewegung der Gestirne, die also keine Himmelskörper waren in ihrem Sinne, sondern ja, das göttliche Gefüge der Welt, und das zog ja Kreisbahnen, wie man sagt, das ist ein bisschen ein Zirkelschluss aus moderner Sicht, wo man einfach mehr weiß, aber das war die Denkweise. Und man stellte sich vor, die gesamte Weltgeschichte, auch die der Menschheit, bewege sich in Zyklen. Und Zivilisationen werden also geboren, steigen auf und verfallen. Und dann geht das Ganze von vorne los. So ein bisschen so ein Samsara-Kreislauf, wenn Sie es buddhistisch sehen. Aus der Zeit kommt auch diese Vorstellung des platonischen Jahres, das so lange dauert, wie der Punkt des Frühlingsäquinoctiums braucht, um einmal durch den Zodiakkreis zu wandern, 26.000 und ein paar Jahre. Das ist ein Äon oder ein platonisches Jahr. Im Gegensatz dazu fand Konrad Martius das, was wir als Zeit bezeichnen, als unsere, im Sinne unserer Raumzeit, das ist eigentlich nur wie eine zerhackte Abfolge von Augenblicken, die unzusammenhängend sind. Und es braucht etwas, das in diese Abfolge von Augenblicken eine Geschichtlichkeit bringt, das diese sinnvoll anordnet. Und das benötigt, so forderte sie wiederum, eine Zeit, die nicht quantisiert ist, sozusagen, das heißt, die nicht aus Augenblicken besteht, sondern die ein Ereignis oder ein Plan als ein Ganzes enthält. Und das bedeutet, es gibt noch eine weitere Weltdimension, und die hat eine weitere Weltdimension, die einen teleologischen Charakter hat gewissermaßen. Das heißt, die den Dingen eine Zielrichtung verleiht. Und da ist der Telos, teleologisch. Und als sie mit Heim zusammentraf, hat sie ihm vorgeschlagen, nennen Sie doch Ihre beiden Zusatzdimensionen nach der Entelechie und dieser äonischen Zeit. Denn Heim hatte sich insofern schon überlegt, als dass diese Koordinaten etwas mit Struktur zu tun haben müssten. Und so kam überhaupt die Namensgebung und auch die Begriffe. Heim nahm also diese beiden Begriffe und auch einen wesentlichen Teil von Konrad Martius' Denkweise und bezog diese auf die physikalische Welt. Und er fand, es passt sehr gut mit seiner Theorie der Elementarteilchen
Und wie wir gleich sehen werden, passt es auch noch in den Rest der Welt rein. Denn Heims Ziel war ja, nicht bloß erstmal die Naturkräfte vereinigen, dann die Elementarteilchen beschreiben. Das sollte für ihn nur der Ausgangspunkt sein, um die Welt in ihrer Gesamtheit zu beschreiben. Und er fand, ein Gesamtbild der Welt müsse enthalten all das, was man nicht quantifizieren kann. Also die Psyche, den menschlichen Geist. Aber solange wir bei rein physikalischen Vorgängen sind, solange hat er tatsächlich Entelechie und Äon, so komisch das klingt, quantifizieren können. Für den Übergang zu belebten und nicht materiellen Vorgängen, da braucht es dann schließlich andere Kriterien. Da gibt es dieses obskure Werk mit dem Titel Syntrometrische Maximentelezentrik, das wurde nach seinem Tod im Internet publiziert. Wer daran Spaß hat, kann sich da mit beschäftigen. Ich möchte das nur so zusammenfassen. Heim ist der Erste wahrscheinlich gewesen, der... Google hat es nicht verstanden. Gut. Heim ist der Erste gewesen, der diese Begriffe der antiken Philosophie in eine moderne Physik hineingebracht hat. Aber um diese Gesamtheit zu, also da kamen die klassischen Begriffe her, um diese Gesamtheit zu beschreiben, brauchte er aber noch mehr. Und er hat eine ganze Menge neue Begriffe kreiert dafür. Das werfen ihm auch einige vor, dass das also sehr elitär sei und unverständlich. Aber ich finde, wer sich auf Neuland begibt, der hat die Notwendigkeit und auch irgendwo das Recht, Namensgeber zu sein. Denken Sie an die Seefahrer, die nach Südamerika aufbrachen und den Orten, die sie fanden, so Namen gaben wie Frohe Ostern oder der Fluss im Januar. Heim hatte hingegen eine Vorliebe für das Altgriechische. Die syntrometrische Maximentelezentrik, also es ist so etwas wie ein abstraktes Gebilde, wie ein Überbau der Mathematik oder etwas, von dem Mathematik ein Spezialgebiet ist, in dem sie trotzdem Zusammenhänge definieren können. Ich glaube, ich gehe da nicht weiter darauf ein, ich kann nur so viel sagen, ich bin derzeit in Kontakt mit einem amerikanischen Mathematiker, der nach und nach dieses Manuskript in ChatGPT füttert. Und es also sowohl übersetzen lässt, als sich auch Parallelen anzeigen lässt zu anderen mathematischen Theorien und Beispiele geben und sowas. Das sind recht interessante Ergebnisse. Also ChatGPT ist auf keinen Fall eine Bedrohung für unsere intellektuellen Tätigkeiten. Ich glaube, das kann ein sehr gutes Werkzeug sein. Ja, die... Moment. Es ist nach wie vor die Frage, wie kann ich mir diese beiden Zusatzdimensionen vorstellen? Entelechie und Äon, okay, aber für die praktische Anwendung im Sinne von Heims formaler Theorie kann man jetzt sagen, also wie will ich es durchmessen? Sie können sich Länge vorstellen in drei Richtungen. Die Zeitdauer, können Sie auf die Uhr blicken. Wie messen Sie Entelechie? Und der Begriff der Struktur ist hier ganz hilfreich, denn er ist sehr allgemein, aber vielleicht können Sie sich vorstellen, was der Abstand ist, indem Sie, das ist eine Frage. Die Entropie mit Entelechie zusammenhängt, wird, glaube ich, hoffe ich, im Laufe des Vortrages noch deutlich. Wenn Sie sich vorstellen, dass es zwei Strukturen gibt, die einander ähnlich sind, dann sind sie sich im Sinne dieser Koordinate x5 nahe. Wenn sie identisch sind, dann liegen sie quasi aufeinander und haben den Abstand, den metaphorischen Abstand 0. Wenn es Strukturen sind, die nichts miteinander zu tun haben, dann sind sie ganz weit entfernt. Der normale Begriff von Länge oder Dauer ist ja also überhaupt nicht anwendbar, sondern der Begriff von Ähnlichkeit, über den kann man sich dieser Koordinate nähern. Und x6, die äonische Dimension, ist eine Zieldynamik.
Stellen Sie sich vor, die Dimension 5 besteht aus einer großen Menge von allen möglichen Strukturen. Wie wenn Sie zu IKEA gehen und sich Sie kaufen sich den Labortisch Burkhardt mit Explosionsschutzscheibe natürlich. Dann haben Sie eine Anleitung, da sind die unterschiedlichen Stadien abgebildet. Jedes dieser Stadien entspricht einer Struktur. Jetzt müssen Sie diese Stadien in eine bestimmte Reihenfolge abarbeiten. Sie können nicht erst Nummer 5 machen und dann Nummer 1. Sie müssen 1, 2, 3, 4, 5 machen. Und diese Ordnung, die wird durch diese teleologische Dimension X6 abgebildet, im Sinne dieses physikalischen Weltbildes. So, und um diesen Begriff Äon nicht jedes Mal mit der ganzen Vorgeschichte erklären zu müssen, bin ich irgendwann dazu übergegangen, zu sagen, das ist der Telos oder die teleologische Dimension. Okay. Was Heim nun gemacht hat, ist, er hat die Strukturen in der Welt in verschiedene Ordnungsgruppen eingeteilt, könnte man sagen. Und er ist erstmal von den Basisobjekten ausgegangen, die er fand, nämlich reine Zahlen. Diese ersten drei, sage ich mal nicht viel zu, aber Sie können sehen, wenn Sie die tote Materie erstmal angucken. Sie haben verschiedene Ordnungsniveaus. Elementarteilchen sind die Subkonstituenten der Atome und diese wiederum bilden die Komponenten der Moleküle. Und aus großen Mengen von Molekülen sind Makrokollektive zusammengesetzt, das heißt makroskopische Gegenstände, die Sie als solche mit bloßem Auge erkennen können. Dieser Schichtung ist dadurch charakterisiert, dass auf jede dieser Ebenen Gesetze herrschen, wenn Sie damit Physik betreiben oder Chemie, aus denen die Eigenschaften der darüberliegenden Komplexitätsstufe nicht ableitbar sind. Sie hören manchmal diesen Begriff Emergenz in dem Zusammenhang oder Emergence. Ich finde den ein bisschen unglücklich, rein sprachlich gesehen, weil ein englischer Naturforscher hat ihn maßgeblich geprägt und also im Englischen ist es auf jeden Fall, ist das Verb transitiv, also to emerge from. Also es kommt, also das impliziert, dass es irgendwo rauskommt, aber es kommt bestimmt nicht aus den Einzelteilen. Denn Sie können die Eigenschaften eines Atoms nicht berechnen aus den Nukleonen, aus denen es zusammengesetzt ist. Genauso wenig wie Sie, also Sie können die Eigenschaften von Wasser nicht ausrechnen aus den Eigenschaften von Wasserstoff und Sauerstoff. Nur wenn Sie zusätzliche Annahmen treffen, die aber nichts zu tun haben mit den Gesetzen, die die Bewegung der Atome beschreiben oder die Eigenschaften der Atome. Und dem wollte Heim Rechnung tragen und das ist eine entelechiale Schichtung der Welt. Er ist natürlich nicht Halt gemacht vor der rein physikalischen Welt. Er hat das erstmal subsumiert unter dem Begriff Physis, das Alpha genannt, was diese T's bedeuten, ist jetzt nicht wichtig. Das erstmal verdeutlicht das diese Nicht-Reduzierbarkeit. Im Bereich der toten Materie, da können Sie das tatsächlich auch durch den Entropiebegriff sich vorstellen. Denn auf jeder dieser Ebenen sinkt die Entropie des Gesamtgebildes im Vergleich zu seinen Einzelteilen. Sie könnten das sogar quantifizieren, wenn Sie wollten, oder wenn Sie sich auf einen Nullpunkt einigen. Sie können jetzt direkt reinbringen den Begriff Ordnung und auch den Begriff der Wahrscheinlichkeit. Entropie ist so eine Art Inverse zur Wahrscheinlichkeit oder zum Ordnungszustand der Materie, lesen Sie manchmal. In jedem Sinne können Sie sich das erstmal vorstellen. Je höher organisiert heißt das und je niedriger die Entropie, desto unwahrscheinlicher ist der Zustand der Materie. Und nun können wir den Übergang machen zu einem Zustand von Materie, der noch viel unwahrscheinlicher ist, als das, was man in der unbelebten Welt beobachtet, nämlich natürlich Lebewesen. Und hier ist dieses Prinzip fortsetzbar. Die erste Stufe, also der Übergang sozusagen, vom Belebten zur unbelebten Materie, der besteht nach Heim in der
DNA und den biologischen Letzteinheiten, wie er sagte, also der informationstragenden DNA und den biologisch aktiven Enzymen. Und jetzt können Sie sich leicht vorstellen, dass Sie aus jeder dieser Komplexitätsstufen, dieser Ordnungsgruppen, komplexere Dinge zusammensetzen können, gedanklich. Dann ist das nächste die Viren, dann können Sie Stoffwechselkreisläufe identifizieren, Prokaryoten, Eukaryoten, also Zellen ohne Zellkern versus mit Zellkern, homogenes Gewebe. Ich habe den Abschluss gar nicht eingeblendet, hier geht es dann weiter mit mit ganzen Organen und schließlich dem abgeschlossenen tierischen Körper. Das wäre dann die Ordnungsstufe, auf der wir einzuordnen sind. Leben ist gegenüber der unbelebten Materie thermodynamisch gesehen einfach extrem unwahrscheinlich. Das ist nochmal zur Veranschaulichung. Zu dieser Grenze möchte ich es etwas genauer sagen nochmal. Also er sah sie bei der DNA und den Proteinen. Das mit der DNA ist so interessant, dass ich darüber mehrere Folien habe, die kommen jetzt im Anschluss, kommen dann gleich. Erstmal zu den Enzymen. Eins der Probleme bei der Behandlung der Enzymfaltung ist diese Frage, es ist so unglaublich unwahrscheinlich. Enzyme sind, rein chemisch gesehen, können Sie sich darstellen als eine lange Kette von Aminosäuren. Nur, damit Enzyme funktionieren, brauchen sie eine bestimmte Faltung des Ganzen. Sonst geht das Ganze einfach nicht. 99% der Proteine, die jede Sekunde in ihren Zellen synthetisiert werden, müssten rein thermodynamisch gesehen Abfall sein. Sind sie aber nicht. Irgendetwas bewirkt, dass sie genau so gefaltet werden, wie es sein muss. Nun hat man darüber natürlich auch sich seine Gedanken gemacht, aus rein vierdimensionaler Sicht. Also es ist alles nicht so ganz überzeugend, meiner persönlichen Meinung nach zumindest. Sie haben zum Beispiel diese Theorie der Chaperone. Das sind andere Proteine, die übrigen Proteinen beim Falten helfen sollen. Gut, jetzt kann man sich fragen, sind die Chaperone richtig gefaltet? Also ein bisschen ist es eine Auslagerung des Problems. Das Wort Chaperone im Englischen bedeutet Anstandsdame, also vielleicht ist es die Aufforderung, nichts Unanständiges zu denken, wenn man mit diesem Phänomen konfrontiert ist. Auf jeden Fall, alle Erklärungsversuche dafür müssen zusätzliche Annahmen treffen, die Sie aus dem reinen Makromolekül nicht ableiten können. Abgesehen von der Merkwürdigkeit der Faltung hat man mal mit sehr aufwendigen Experimenten festgestellt, dass auch die Enzymaktivität Anomalien aufweist. Man hat also ein Verdauungsenzym, Chymotrypsin war es, das hat ein bestimmtes reaktives Zentrum. Also das sind einige wenige Aminosäuren, die entscheidend sind für die Funktion. Man hat die Gensequenz dafür hat man also in Bakterien exprimieren lassen und hat die teilweise verändert, sodass dieses aktive Zentrum zerschossen war gewissermaßen, in verschiedenen Graden. So dass man irgendwann sagen konnte, es kann eigentlich gar nicht mehr aktiv sein, so wie man sich den Mechanismus vorgestellt hat, molekular. Und man hat festgestellt, selbst wenn dieses aktive Zentrum völlig inaktiv war, weil nicht mehr existent, gab es eine katalytische Restaktivität des Ganzen. War schlecht zu erklären, man hat dann sich beholfen mit der Erklärung, vielleicht hat die Oberfläche irgendwie also eine Art allgemeine katalytische Eigenschaft, aber ja, es scheint doch irgendwas dran zu hängen, was das Ganze nicht mehr, also es ist nicht reduzierbar auf diese rein molekularen Mechanismen offenbar. Und wenn Sie diese Entelechie jetzt dazu nehmen, sprich einen Ordnungszustand jenseits von Raum und Zeit, der bewirkt, dass sich die Aminosäurekette richtig faltet, dann haben Sie plötzlich eine Ursache dafür, die Sie identifizieren können. Sie können zwar keine primäre Ursache davon noch feststellen, aber erstmal haben Sie ein Maß oder ein Gebilde, einen Begriff, den Sie dafür benutzen können. Das heißt nicht, dass das Ganze nicht statistisch abläuft oder dass das nicht über
ja, dass die Gesetze der Thermodynamik nicht gelten. Es ist nach wie vor ein statistischer Prozess, aber die unwahrscheinlichen Zustände werden bevorzugt realisiert dabei. Das ist so, als würden Sie mit gezinkten Würfeln spielen. Also vielleicht ist sie deshalb so unbeliebt in der modernen Naturwissenschaft, weil man sagt, die Entelechie schummelt eigentlich. Gut, so geht es dann weiter mit Lebewesen, und je komplexer ein Lebewesen, desto unwahrscheinlicher werden die Zustände, die es realisieren kann. Es ist zum Beispiel extrem unwahrscheinlich, dass alle Atome in meiner Hand sich koordiniert in diese Richtung bewegen und dazu auch noch als Folge einer bewussten Entscheidung von mir. Und dieses, ja, wir haben jetzt den Ordnungszustand, die reine Anordnung der materiellen Objekte. Leben macht aber noch mehr aus. Nämlich Heim ging dann dazu über, das Verhalten und die Entwicklung der Lebewesen einzubeziehen. Und dafür braucht man weitere Schichten, die nicht mehr materiell vorhanden sind. Und deswegen, also es gab dann erstmal die Physis, dann gab es den Bereich des Bios, also der lebenden Körper. Und darüber übergeordnet, sagte er, gibt es einen Bereich der Psyche. Impliziert jetzt, also jeder dieser biologischen Komplexitätsstufen impliziert, dass es von einer psychischen Organisationsstufe organisiert wird, die dessen Wesensentelechie darstellt. Konrad Martius hat das sehr genau entschieden mit Wesensentelechie, Entwicklungsentelechie und so weiter. Also so hat er dem auch Rechnung getragen, diese Unterscheidung. Auch hier haben wir eine hierarchische Anordnung des Ganzen, in der die übergeordneten Schichten, also die höheren Organisationsstufen, die untergeordneten organisieren. Sie haben das ja, es ist ja ganz offensichtlich, dass zum Beispiel in einem Molekül die Anordnung der, die Position der Elektronen eine ganz andere ist als in einem Atom. Aber dieser Ordnungszustand Molekül ist dominant. Wenn Sie ein Atom haben, das zum radioaktiven Zerfall neigt, dann heißt das, der Ordnungszustand Atom ist nicht stark genug, als dass er die Nukleonen zusammenhalten könnte, dauerhaft. Sozusagen die Einzelteile werden dann wieder selbstständig. Und solange sie gesund und lebendig sind, solange ist ihre gesamte Entelechie, die ihren Körper organisiert, stark genug, die Einzelteile koordiniert zu halten und gesund. Sie merken, Sie können dieses Prinzip auf jede dieser Stufen übertragen. Und Sie müssen es auch für jede Stufe differenzieren. Ja, so können Sie also diese Schichtung der Dimension X5 sich vorstellen. Und diesen psychischen Prozess, der ist nun wiederum durch etwas gekennzeichnet, das nannte Heim Aktivitätenströme. Muss ich kurz etwas ausholen zu seiner Theorie der Elementarteilchen. Aus der ergibt sich nämlich, dass es vier Typen gibt von Erscheinungen, sage ich mal, von Entitäten. Es gibt geladene Elementarteilchen, ungeladene Elementarteilchen, es gibt Licht, also nicht wägbare Teilchen, wenn Sie so wollen, und es gibt etwas Viertes, das nannte er Aktivitäten. Das sind Terme, die ausschließlich in den Dimensionen 5 und 6 vorhanden sind. Die haben keine materielle Komponente und keine zeitliche. Und alles, was nicht materiell ist, das können Sie sich so vorstellen, wie aus diesen Aktivitätentermen zusammengesetzt. Man muss etwas aufpassen, dass man es sich nicht so denkt, dass das jetzt Teilchen wären, aus denen irgendetwas bestehen würde. Diese Terme selber sind organisiert oder sind Organisation oder auch synonym mit Ideen. Alle Begriffe gebraucht haben mehr oder weniger synonym, wenn er das charakterisiert. Diese Aktivitäten repräsentieren verschiedene Ordnungsniveaus. Und wenn Sie jetzt aus dem Körper einen Sinneseindruck haben, meinetwegen aus dem Licht trifft auf die Chromophorenenzyme in Ihrem Auge, dann können Sie sagen, diese Enzyme ändern ihre Konformation. Okay, das geschieht erstmal auf molekularer Ebene.
Das muss oft genug geschehen, dann wird in der Gesamtzelle ein Reiz gesetzt. Das geschieht dann auf zellulärer Ebene und es wird ein Nervenimpuls ausgelöst. Und wenn genügend Zellen solche Impulse auslösen, dann wird die gesamte Nervenbahn, der gesamte optische Sehnerv gereizt und kriegt ein Signal. Und in ihrer Hirnrinde schließlich wird das Ganze zu einem Bild zusammengesetzt, das Sinn macht. Und auf jeder dieser Stufen kommt ein Sinn hinzu, wenn Sie so wollen. Das heißt, dem Reiz wird eine Bedeutung verliehen. Und indem man das abbildet auf diese transzendenten Aktivitäten, bekommt das eine physikalische Realität oder eine formal handhabbare Realität bei Burkhard Heim. Er unterscheidet aufsteigende Aktivitätenströme, das heißt, aus dem Körper steigen Sinnesreize auf, und fallende Aktivitätenströme, das sind Aktionspotenziale, wo ich also sage, ich bewege meine Hand und dann geht das durch meine Nerven und die gehen in meine Muskelfasern und die in meine Myosinfasern und so weiter, bis es ein molekular nachvollziehbarer Vorgang wird. Das heißt, die Bedeutung fällt in ihren Komplexitätsniveaus, wenn sie sich umsetzt. Deswegen fällt es. Dieses ganze Gebilde nannte er nach einer seiner eigenen Wortschöpfung, ist nicht so wichtig in diesem Zusammenhang. Aber mit diesem Modell kann man sich Wechselwirkungen vorstellen zwischen den verschiedenen Schichten von Organisation. Ja, habe ich übersprungen kurz beim Erzählen. Sinn und Bedeutung ändern sich bei Durchschreiten dieser verschiedenen entelechalen Niveaus. Und nun ist er heimhergegangen und hat nach diesem Schema die Lebewesen eingeteilt, nach ihrem Organisationsgrad, nach ihren Freiheitsgraden, nach der Komplexität ihres Verhaltens. Und hat sich also überlegt, wie viele von solchen Kanälen, metaphorischen Kanälen, haben die verschiedenen Klassen von Lebewesen. Freiheitsgrad heißt zum Beispiel so etwas wie eine Pflanze hat einen geringeren Freiheitsgrad als ein Tier. Das Tier kann sich frei bewegen oder freier bewegen als eine Pflanze, die ortsgebunden ist. Das Modell kann man insofern, es gibt ein paar Fragezeichen bei dem Modell, die möchte ich gar nicht verschweigen. Er hat zum Beispiel keine vollständige Herleitung angegeben. Seine Vorstellung von der Funktion der Psyche ist auch ein bisschen, ich habe veraltet geschrieben, nicht ganz veraltet, aber er hat doch einige Sachen ausgeklammert, die man heute für wichtig halten würde. Also er hat sich auf Carl Gustav Jung und Sigmund Freud berufen ausschließlich und hat auch mittlerweile ein etwas differenzierteres Bild gewonnen in der Psychologie. Und man könnte sich auch fragen, ist es vielleicht ein neuer Reduktionismus für Bewusstsein? Also die Geister scheiden sich, es ist auch nicht entscheidbar, richtig die Frage, kann man Bewusstsein reduzieren auf irgendeinen formalen Vorgang? Die Transhumanisten sagen ja, ich persönlich sage dann nein, aber man kann es eigentlich schlecht entscheiden. Gut, das war X5. Jetzt wollen wir uns beschäftigen, wie können wir uns denn X6 vorstellen? Wie ist das zu durchmessen? Ich versuche es erstmal mit ein paar Begriffen. X6, habe ich gesagt, ist ein Ziel und eine Zieldynamik. Wenn ein Ereignis oder ein Vorgang eine höhere Zieldynamik hat, bedeutet das zum Beispiel, seine Evolutionsgeschwindigkeit steigt, zeitlich gesehen. Evolution können Sie sowohl beziehen auf Evolution eines Quantenzustandes wie Evolution der Lebewesen. Der Freiheitsgrad steigt ebenfalls. Beispiel dasselbe wie zwischen Pflanze und Tier, besteht offensichtlich ein Unterschied in der Dynamik. Der Grad an Perfektion, mit der Endzustand erreicht wird, steigt. Das heißt, er ist wieder Unterschied zwischen einer Mathearbeit, bei der man sich konzentriert, und einer, wo man es nicht tut. Damit direkt verbunden ist die Vorstellung eines Willens, der einen Vorgang antreibt.
Sie können auch den Begriff Lebensfreude hier einbringen, denn je höher der Wille, der Freiheitsgrad, die Perfektion, ein Ziel zu erreichen, umso mehr ist auf ein Lebewesen bezogen jetzt diese Entität im Einklang mit den ihr innen wohnenden Zielen und ihrer eigenen Vorstellung von Glück. Und andersrum betrachtet, sinkt die Fehlerrate. Das heißt, ein Computerprogramm, bei dem sich der Programmierer gut konzentriert hat, das wird nicht so häufig abstürzen. Und Sie werden auch nicht so oft krank, wenn Ihr Körper dynamisch genug ist, sich an veränderte Bedingungen anzupassen. Das erstmal in den Raum gestellt. Heim verwendete, um das zu formalisieren, den Begriff von Kant der Maxime. Die Definition lautet aus Kritik der praktischen Vernunft: Praktische Grundsätze sind Sätze, welche eine allgemeine Bestimmung des Willens enthalten. Sie sind Maximen, wenn die Bedingung nur als für den Willen des Objekts gültig von ihm angesehen wird. Im Gegensatz dazu zu Gesetzen, die allgemeingültig sind. Die Maxime ist das, was eine bestimmte Entität beherrscht und was sie antreibt. Und jeder Naturvorgang wird von einer Maxime regiert, können Sie sagen. Und nun ist er auch hergegangen und hat unterschieden. Da gibt es positive Maximen und negative Maximen. Eigentlich noch mehr, aber ich bleibe mal bei den beiden für den Vortrag. Eine positive Maxime heißt, es ist eine Entwicklung in Richtung eines höheren Entelechialniveaus, deren Endzustand unwahrscheinlicher ist als der Ausgangszustand. Eine negative Maxime ist das Umgekehrte. Dort ist der Endzustand wahrscheinlicher als der Ausgangszustand. Heißt auch, die Entropie steigt in diese Entwicklungsrichtung. Und diese Kreisläufe sollen nochmal daran erinnern, das Ganze ist diese Vorstellung des zyklischen Äons auf die antike Vorstellung, auf die das zurückgeht. Und nun kommt ein Teil der, ja, ich sage es erstmal so, im Mikrokosmos halten sich diese positiven und negativen Maximen in etwa die Waage. Und das resultiert in genau dem Verhalten, das wir beobachten, nämlich dass es rein statistisch zu sein scheint, wo wir ein Teilchen treffen. Im Makrokosmos treten die negativen Maximen in den Vordergrund, deswegen geht alles, was Sie hier sehen, die unbelebten Gegenstände, früher oder später kaputt. Das heißt, die Entropie neigt dazu, sich zu maximieren. Und im Bereich der biologischen, der belebten Materie treten die positiven Maximen in den Vordergrund. Und das ist der Grund, warum sich Materie so akausal zu verhalten scheint und warum sich Körper regenerieren können, warum Heilung geschehen kann. Und jetzt komme ich zu einem Thema, bei dem man Heim immer vorgeworfen hat, er hat das gar nicht berücksichtigt, nämlich den gesamten Bereich der Quantenphysik. Ja, insofern muss man sie ein bisschen verstehen, denn wenn Sie Elementarstrukturen der Materie, also seine beiden Hauptwerke, aufschlagen und nach irgendwelchen Verweisen auf die Gesetze der Quantenphysik, wenn Sie suchen danach, da finden Sie nichts. Sie werden auch enttäuscht, wenn Sie überzeugt sind, dass eine Beschreibung der Elementarteilchen eine Theorie sein muss, die auf der Quantenmechanik basiert. Das sah Heim anders, aber wer die vorgefasste Meinung hat, das muss so sein, der wird natürlich enttäuscht und sagt dann vielleicht, die Theorie ist falsch. Aber ich zeige Ihnen gleich, wo das eigentlich dann reinkommt bei Heim. Sie müssen nämlich dieses obskure Werk Postmortale Zustände lesen, das sich viele mit großen Erwartungen kaufen und nach zwei Seiten aufgeben, weil es ist das kondensierteste, undurchdringlichste Buch, das er wahrscheinlich je geschrieben hat. Sie müssen sowohl seine Elementarteilchentheorie wenigstens grob verstanden haben und am besten auch noch das mit der Syntrometrie ein bisschen sich mal zu Gemüte geführt haben, sonst verstehen Sie eigentlich wirklich nur Bahnhof. Es ist leider so. Heim war extrem ungeschickt,
wenn es um seine Publikationsstrategie ging. Er hat wirklich nur jemals einen Zeitschriftenartikel publiziert in seinem Leben. Und alles andere ist mühselig. Heim ging eigentlich den gleichen Weg, den Einstein gefordert hatte. Man kennt diesen Spruch von Einstein, Gott würfelt nicht. Wörtlich eigentlich in einem Brief an Max Born, du glaubst an den würfelnden Gott und ich an die volle Gesetzlichkeit in einer Welt von etwas objektiv Seiendem. Also Einstein, das wurde Einstein auch vorgeworfen, er lehne die Quantenmechanik ab, obwohl man mit ihr die Beobachtung sehr gut beschreiben kann und auch technische, sehr anwendungsbezogen. Er meinte das natürlich nicht im Sinne von, dass die Beobachtungen falsch sind, er meinte nur, dass die Theorie nicht ontologisiert werden sollte. Das heißt, man soll nicht so tun, als sei der Formalismus die Realität und als könne man nicht dahinter blicken. Und da war er eigentlich in guter Gesellschaft, also da ist Heim in guter Gesellschaft gewesen. Einstein war nicht der Erste, der so etwas geäußert hat. David Bohm hat auch seine ganz eigene Theorie über den Hintergrund der statistischen Prozesse publiziert. Und Heim macht erstmal nichts anderes. Er bietet hier einen Hintergrund an. Bohm ist nicht so weit gegangen, dass er zusätzliche Dimensionen gefordert hatte, im Übrigen. Aber was ich jetzt versucht habe, in Kürze zu charakterisieren, diese beiden Transdimensionen, der Transbereich der Welt, wie Heim es auch nannte, der liefert einen Bereich, in dem wir gewisse Phänomene verorten können nun. Denn wir können ja tatsächlich einen Hintergrund angeben, was hinter diesen Phänomenen Unschärferelation und Verschränkung stecken könnte. Und das heißt natürlich erstmal, die Quantenmechanik ist nicht fundamental, wie von der Kopenhagener Gruppe gefordert. Ich sagte, ich habe da eine Wellenfunktion und die ist das Maß aller Dinge. Also dahinter steckt einfach noch etwas. Wenn Sie sich Verschränkung angucken, es heißt ja nichts anderes, als dass zwei Teilchen irgendwie auf merkwürdige Weise verbunden sind. Das seien jetzt meine zwei Teilchen, die sind in der vierdimensionalen Raumzeit. Und irgendwie korrespondieren die miteinander. Das heißt, wenn Sie den Zustand des einen ändern, ändert sich der Zustand des anderen. Und ja, nach rein klassischen vierdimensionalen Vorstellungen ist das nicht verständlich. Eigentlich schreit das geradezu danach, dass sie irgendeinen Hintergrund der Welt annehmen müssen, in dem so etwas übertragen wird, wie auch immer. Und wir kommen gleich auf das Problem der Kausalität zu sprechen. Das steht hier nämlich sehr den Erklärungsversuchen im Wege. Wenn wir aber einen Bereich haben der Welt, der jenseits von Raum und Zeit steht, also in dem weder Entfernung eine Rolle spielt, noch die Dauer, dann... Ja, warum sollen auf diese Weise in diesem Hintergrund zwei Teilchen nicht auf eine Weise verbunden sein, die dieses Verhalten als ein Ganzes ermöglicht? Und das ist das, was aus Heims Theorie hervorgeht. Ja, räumliche Entfernung spielt einfach keine Rolle dabei. Verschränkung stellt sich dann dar, als ein entelechiales Organisationsniveau im Mikrobereich, das heißt auf Elementarteilchenebene, beziehungsweise auf, man hat das ja mittlerweile relativ hochgeschraubt, ist auf Molekülebene. Neulich habe ich gelesen, ein ganzes Kristall hat man in einen kohärenten Quantenzustand versetzt, also alles allerdings Spezialfälle, die unter sehr starker Abkühlung nur funktionieren. Das heißt nach wie vor, dass die Quantentheorie eine sehr gute Arbeitshypothese ist und man mit ihr rechnen kann. Eine Arbeitstheorie, sage ich mal, kann aus historischer Sicht, kann sie irgendwann als unvollständig erscheinen, aber sie kann trotzdem anwendungsbezogen sehr gute Ergebnisse liefern. Das gleiche war mit dem Weltbild des Ptolemäus versus des kopernikanischen Weltbildes. Als Kopernikus gesagt hat, die Sonne ist im Zentrum des Sonnensystems, konnte er damit auch erstmal nicht rechnen. Das System der ptolemäischen Epizyklen, mit dem man die Planetenbewegungen errechnen konnte, mit einer gewissen Genauigkeit, das hat sehr gut funktioniert. Erst viel später wurde das dann abgelöst durch die Keplerschen Gesetze und so weiter.
Jetzt möchte ich eingehen auf eine Theorie, die in der Parapsychologie auch diskutiert wird, wo man nämlich auf die Quantentheorie zurückgreift und was es eigentlich bedeutet, wenn wir jetzt Heims Theorie daneben legen. Dr. Van Lucadou hat darüber einiges publiziert und er nimmt dieses Phänomen der Verschränkung her, er vermutet dahinter die Ursache von eines Teils habe ich mal dazugefügt, weil ich denke, er setzt hier die Grenzen ein bisschen eng. Das ist nur meine persönliche Meinung. Er sagt, er kann mit dem Phänomen der Verschränkung Erklärungen das durchaus erklären, dass also Telepathie stattfindet und so weiter. Und ich glaube, das ist auch eine sehr gute Arbeitshypothese oder Arbeitstheorie, die er entwickelt hat. Zum Beispiel kann er regelrecht rechnen mittlerweile. Bei Medikamentenentwicklung könnte man separieren, statistisch gesehen, einen Placebo-Effekt von einem pharmakologischen Effekt. Das wäre ein Riesendurchbruch für die Medikamentenentwicklung und würde wahrscheinlich vielen Patienten Nebenwirkungen ersparen. Wenn man denn das mal umsetzen würde, wäre das sehr schön. Es gibt hier zwei Probleme bei der Sache. Erstens, dieses Phänomen der Verschränkung, das ist beschrieben und anwendbar im Mikrobereich der Welt. Das heißt, auf diese Intellektualniveaus gesehen, hier unten irgendwo. Dafür können Sie es formal sauber beschreiben und dafür können Sie es auch experimentell prüfen. Es ist ein bisschen problematisch, wenn Sie das jetzt übertragen auf ganz andere Organisationsformen in der Welt. Also wenn Sie sagen, Telepathie könnte ich so erklären, dann übertragen Sie das auf ein ganz anderes Ordnungsniveau. Und das ist nicht selbstverständlich. Das sagt Herr von Lucadou durchaus, dass man das nicht so einfach machen kann. Aber also eigentlich liefert dieses entelechale Schichtmodell genau das, was diese Lücke füllen würde. Sprich, Sie können zwar einen Mikrozustand, können Sie eine Analogie so bilden, aber auf den anderen Intellektualniveaus müssen Sie das jeweils auf das andere Niveau heben und schauen, was passiert dazwischen und was für Auswirkungen, wie verwandelt sich dieser Effekt, den Sie da bei einzelnen Teilchen beschreiben können, in höheren Ordnungsstrukturen. Also er impliziert eigentlich auch mit seiner Ausdrucksweise, dass man solche Organisationsniveaus braucht. Und das zweite Problem ist die Verletzung der Kausalität. Das hat auch der jüngste Wiener-Nobelpreisträger sehr gut herausgearbeitet, glaube ich immer. Es ist wichtig festzustellen, immer bei diesem Phänomen der Verschränkung, es kann keine Information übertragen werden, weil das die Kausalität, das Prinzip der Kausalität verletzen würde. Es fände hier ein Informationsaustausch mit Überlichtgeschwindigkeit statt. Allerdings ist es durchaus, können Sie die Erklärung, warum trotzdem keine Kausalitätsverletzung stattfindet, können Sie nicht aufrechterhalten, wenn Sie es auf diese anderen Intellektualniveaus heben. Denn alle paraphysikalischen Phänomene sind definitiv eine Verletzung der normalen Vorstellung von Kausalität. Normale Vorstellung von Kausalität möchte ich noch einmal hier anschreiben. Das ist das, was Sie aus der speziellen Relativitätstheorie vielleicht kennen. Wir haben hier also diesen sogenannten Lichtkegel. Wenn zwei Ereignisse, eins ist da und das andere ist irgendwo hier, wenn das Ereignis innerhalb dieses Lichtkegels ist, dann heißt das, beide Ereignisse können kausal verbunden sein. Außerhalb bedeutet, die können keinen Zusammenhang haben. Und die exakte Definition lautet, A ist die Ursache von B, wenn A für jeden Beobachter vor B stattgefunden hat. Man müsste noch hinzufügen, für jeden Beobachter, egal wie schnell er sich bewegt. Das ist die exakte Definition, die in vier Dimensionen gilt. Also natürlich kann sich da nichts schneller als Lichtgeschwindigkeit bewegen, auch kein Signal, das Informationen trägt. Ja, aber nun haben Sie einen Hintergrund, oder zwei zusätzliche Dimensionen in der Welt, die sich an Raum und Zeit gar nicht halten und in denen irgendetwas stattfinden kann,
was zwar mit Raum und Zeit korreliert, aber was nur, wenn es um einzelne Teilchen geht, vielleicht in dieses Kausalitätsprinzip aufrechterhält. Und deswegen müssen wir darüber nachdenken, wie wir Kausalität neu definieren. Und ich möchte einfach mal folgende Definition vorschlagen. In 6 Dimensionen ist die dominante Maxime eines Ereignisses als seine Ursache zu betrachten. Klingt erstmal ein bisschen schwammig, aber Sie müssen tatsächlich auf jedes einzelne Entelechialniveau schauen und schauen, welche Wirkungen gehen davon aus. Das heißt, ich habe so eine Art graduelle Kausalität. Von jedem Organisationsniveau der Welt kann so ein Impuls ausgehen, der die Dinge ordnet, der sie auch über beliebige Entfernung ordnet. Heimer hat hier eine... Bitte. Haben Sie dafür vielleicht ein Praxisbeispiel jetzt auf einer bestimmten Ordnung, wo so eine Maxime herrscht, dass man es ein bisschen... Ja, ein bestimmtes Beispiel wäre zum Beispiel die Telepathie. Das heißt, auf einer vorbewussten psychischen Stufe wird eine Information übertragen, und zwar eine recht komplexe Information. Wie das Beispiel, das Professor Lukadur am Anfang sagte, dass also der Bruder, der in Australien ist, plötzlich, dass man das Gefühl hat, mit dem ist was passiert. Das heißt, hier wird ein ganz persönliches Bild, ein ganz persönlicher Eindruck, ein Gefühl übertragen, aus dem man etwas ableitet, nämlich das etwas, aus dem man sogar Handlungen ableitet oder Ereignisse. Das sind ja alles sehr komplexe Informationen oder Informationen mit einem ziemlich hohen Niveau an Bedeutung. Nur bei dem Beispiel wissen wir die Maxime nicht, oder? Die Maxime ist, dass man aneinander denkt und dass dieses Aneinanderdenken eine strukturelle Nähe erzeugt. Und das heißt, die Information wird übertragen. Im Allgemeinen hatten wir es das so, dass wir den Referenten zuerst fertig reden lassen und dann machen wir die Diskussion. Also Sie müssen sich auf jeder Stufe angucken, was kann da passieren. Und je höher Sie nach oben kommen, umso mehr tritt die klassische Kausalität in den Hintergrund. Trotzdem ergibt sich die klassische Definition als Spezialfall für einzelne Quantenobjekte. Für die geistigen, psychischen Organisationsniveaus dominieren hingegen Ordnung und Sinn. Und deswegen können so bedeutungsvolle Inhalte wie Gedanken übertragen werden, wenn ein Motiv dafür vorliegt. Und der allseits beliebte zweite Hauptsatz zur Thermodynamik, der erscheint darin auch nur noch als Spezialfall, nämlich dass bei makroskopischen Objekten eine Entropiezunahme zu beobachten ist. Und all das, also wie gesagt, ist es durchaus berechtigt von Kritikern, zu sagen, Heim hat sich nicht groß mit der Quantentheorie beschäftigt. Das finden Sie dann heraus, wenn Sie dieses postmortale Zustände durchlesen. Leider nicht vorher. Es ist nicht glücklich publiziert von ihm. Und nun möchte ich zum Abschluss eingehen auf die Frage, die man oft gestellt bekommt, ja, wo ist denn der Beweis für Heims Theorie? Denn das war jetzt alles ziemlich abstrakt und vielleicht hört es sich auch ziemlich spekulativ an, aber gibt es denn irgendetwas, was er tatsächlich damit voraussagen konnte? Die Theorie der Elementarteilchen lassen ja viele erstmal nicht gelten, weil da steigt man einfach nicht durch, wenn man sich da nicht 2 Jahre mit beschäftigt, und auch ein verständlicher Einwand. Aber es gibt ein Gebiet, was viele, glaube ich, gar nicht wissen. Und deswegen möchte ich es heute auch nochmal erzählen.
Das ist nämlich eine experimentelle Bestätigung regelrecht für Heims Modell der Leib-Seele-Kopplung. Heim fragte sich, wo ist denn dieser Übergang? Also wir haben gesagt, dieser Übergang vom Unbelebten zum Lebenden ist auf der Ebene der Enzyme und der lebendigen DNA. Und Heim folgerte daraus, auch aus dem, man hat es ja experimentell dann befunden, die DNA trägt offenbar biologische Informationen. Also scheint sie doch ein wesentlicher Träger, der Grundträger der Informationen zu sein, die den Organismus, auf die der Organismus zurückgreift. Die zwar nicht ausreichen, um die Organisation zu begründen, dafür brauchen sie nach wie vor die Ordnung, aber das, worauf die Organisationsterme zurückgreifen, das steckt offensichtlich in der DNA. Deswegen muss die DNA die materielle Grundlage biologischer Informationen erstmal sein. Und nun sucht er nach einem Steuerungsmechanismus, der in der Lage ist, aus den transzendenten Bereichen der Welt auf die materiellen zu wirken. Das heißt, diese rein transzendenten Aktivitäten müssen an andere Formen von Materie ankoppeln können und deren Zustand, sprich deren Wahrscheinlichkeit, beeinflussen. Und er hat überlegt, es gibt neben den Aktivitäten, gibt es noch, wie gesagt, die geladenen, die ungeladenen Elementarteilchen und Licht. Bei Elementarteilchen mit Masse ist dieser Effekt, den die Aktivitäten haben können, so gering, dass sie praktisch ausgeschlossen sind, zumal keine freien Elektronen oder Protonen in der DNA herumfliegen können. Aber mit Licht ginge es. Und deshalb müsse die DNA eine Art Photonenresonator sein. Und hat sich das ausgerechnet, das müsste dann im Wellenlängenbereich zwischen Infrarot und sichtbar, müsste eine Lichtstrahlung aus der DNA nachweisbar sein, die zudem Kohärenz aufweist, weil hier wirkt ein Ordnungszustand, der muss als Nebeneffekt bewirken, dass das austretende Licht kohärent ist, so wie ein Laser. Und ich frage mich immer, warum das auch nicht bekannt ist, dass er das vorausgesagt hat, denn also in postmortale Zustände finden Sie es dann auch relativ weit hinten. Als Fußnote, während der Drucklegung dieser Schrift erfuhr der Autor, dass in jüngster Zeit aus völlig anderen Gründen und ohne Kenntnis der vorliegenden Arbeit derartige Experimente durchgeführt worden sind. Und ich rede natürlich von Fritz Albert Popp, den Entdecker der Biophotonen. Warum weder Heim noch Popp das jemals herausgestellt hatte, ich weiß es nicht. Ich habe Professor Popp selber darüber mal gesprochen, 2007, das war auch ein Vortrag über Heim, den jemand anders gehalten hatte, und wir hatten uns danach unterhalten, und er hatte mir tatsächlich gesagt, Heim ist auf ihn zugekommen damals, weil Heim vorausgesagt hatte, es müsse Licht aus der DNA kommen. Und er muss sich sehr gefreut haben, als er das tatsächlich nachgewiesen hat. Vielleicht haben sie einander so beide als heiße Eisen betrachtet, denn Popp war ja auch sehr umstritten. Und vielleicht wollte Heim sich nicht noch zusätzliche Probleme einhandeln, ich weiß es nicht. Aber eigentlich ist das sensationell, wenn Sie drüber nachdenken, denn er hat hier tatsächlich etwas vorausgesagt, ohne es zu wissen, regelrecht. Kurz noch zu den Eigenschaften der Biophotonen. Es gibt also eine Photonenstrahlung aus der DNA, die ist mit Restlichtverstärker nachweisbar, noch nichts zu tun mit Biolumineszenz oder so etwas. Sie weist Kohärenz auf, das kann man indirekt nachweisen an der Zerfallsrate dieses Photonenfeldes. Das nimmt nämlich hyperbolisch ab und nicht exponentiell. Und beim Wellenlängenbereich hat sich Heim vielleicht ein bisschen verkalkuliert, ist tatsächlich von sichtbar bis ultraviolett. Aber die gesamte Gruppe von Popp und allen übrigen, die sich weltweit mit den Biophotonen befassen, Popp ist verstorben 2018, international war er wesentlich bekannter und auch anerkannter als in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Aber man vermutet immer, dass diese Biophotonen irgendwie den Organismus in seiner Gesamtheit regulieren. Auch das wäre dann eine Art Quanteneffekt, der auch wiederum aber noch Organisationsniveaus darüber braucht, weil es sonst ist sonst auch ein Reduktionismus wieder. Sie brauchen auch hier wieder eine Organisation, das heißt eine Entelechie, die das Ganze seine Gesamtordnung verleiht, also seine Form.
Das war ja 1972, als er sie wiederentdeckt hat eigentlich. Weil Alexander Gurwitsch hat auch schon etwas beschrieben, das nannte er mitogenetische Strahlung und verortete es im ultravioletten Bereich, das man also als Vorläufermodell der heutigen Biophotonen ansehen kann. Ja, und wenn Sie annehmen, dass es diese höheren Organisationstherme gibt, die auf das Licht einwirken, auf dieses Photonenfeld, dann ist diese Kohärenz quasi ein Nebeneffekt davon. Gut, ich glaube, hier möchte ich zum Schluss kommen. Die nächsten Folien überspringe ich einmal ganz kurz. Das wird jetzt wieder etwas zu weit führen. Aber ja, die letzte vielleicht noch. Man kann sich dann ich zeichne das immer als diese Modelle hier mit diesen metaphorischen Kanälen. Ist natürlich nicht so gemeint, dass da wirklich etwas fließt oder Teilchen fließen. Es ist wirklich metaphorisch gemeint. Aber zum Abschluss eins meiner Lieblingsausdrücke von Heim. Er sagte also, paranormale Phänomene und der normale Lebensprozess basieren beide auf der Beeinflussung von Wahrscheinlichkeiten durch transzendente Organisationspotenziale. Im normalen Fall, beim normalen Lebensprozess, wirkt das auf das Innere unseres Körpers und das fällt uns gar nicht auf. Im anormalen Fall wirkt es auf irgendwelche externen Gegenstände oder andere Menschen oder andere Psychen. Das heißt, was ich eben kurz übersprungen habe, also dass sich Kanäle ausbilden zwischen der hier angedeuteten Psyche, das ist also soll eine psychische Organisationsstruktur sein, wenn sich jetzt so ein Kanal also irgendwo anders hin ausbildet, an einen Gegenstand oder an anderen Menschen, dann können Aktivitätenströme können sie fremdfließen gewissermaßen. Deswegen prägte er diesen Begriff, der Lebensprozess ist etwas uneigentlich Paranormales. Spricht sozusagen so ähnlich wie der Begriff uneigentliches Integral, deswegen hat das einen gewissen Humor, finde ich. Ja, der Ausblick, ich hoffe, ich konnte Ihnen heute in der Kürze einigermaßen verständlich vermitteln, was Heims Ziel eigentlich war, welchen Beitrag er geleistet hat zur modernen Parapsychologie oder zu den modernen Modellen. Die Arbeit daran ist noch lange nicht abgeschlossen. Er wäre nicht der Erste, der erst posthum Aufmerksamkeit bekommt und wo halt noch viel Material aufzuarbeiten ist, was er hinterlässt. Es gibt auch noch unveröffentlichte Manuskripte, zum Beispiel zum Thema Tonbandstimmen. Und ganz wichtig, jede Art von Weltbild ist nicht losgelöst von einer Philosophie darüber, wie man die Welt betrachten will. Heute in der Naturwissenschaft finden Sie vielfach die Vorgehensweise, dass man ein Modell sich zwar kreiert, aber dann vergisst, dass es nur ein Modell ist und man sozusagen die Mathematik ontologisiert, für realer hält als das, was man eigentlich als die ursprüngliche Realitätserfahrung. Und das hat Heim gut vorgemacht, dass man so eben nicht vorgehen kann. Und er ist auf die Basis zurückgegangen und hat auch auf diese Gerüste gebaut, die Konrad Martius et alteri vorgefertigt hatten. Aktuell kann ich noch sagen, das Interesse im angelsächsischen Raum steigt ebenfalls. Also vielleicht wird er auch einmal über den deutschen Sprachraum bekannt. Er hat ja nie etwas zu Lebzeiten in Englisch publiziert. Und von der Forschung wünsche ich mir gerne die Ufer der vorgefassten Meinungen verlassen und nach der Intuition segeln. Und dann kommt man vielleicht auch auf solche neuen Ideen und kann solche Ideen zulassen, wie Heim sie beispielsweise in die Welt gebracht hat. Damit möchte ich mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und bin am Ende. Ich habe oben noch so ein paar Kärtchen für meinen YouTube-Kanal. Ich freue mich, wenn Sie mich abonnieren, vielleicht ein paar Likes da lassen und bedanke mich nochmal, dass Sie hier gewesen sind. So, jetzt ist erstens einmal meine angenehme Pflicht, dem Vortragenden zu danken für seine Ausführungen. Zweitens tut es mir außerordentlich leid, dass da dieses dauernde
Blinden und bei der HDMI-Verbindung aufgetreten ist, hätte man es direkt von einem USB-Stick ausgemacht, wäre das nicht der Fall gewesen, aber man kann halt nichts machen. Gewisse Dinge passieren. So, jetzt zur inhaltlichen Sache. Auf der einen Seite darf ich vielleicht anfangen bei der Konrad Martius, weil das steht also völlig außer Diskussion und außer Streit. Husserl hat also eine Reihe von Schülern gehabt, der bekannteste war natürlich Martin Heidegger und daneben dieses Drei-Mädel-Haus, die Konrad Martius, die Edith Stein und die Gerda Walter. Die Edith Stein ist vielleicht auch bekannt, weil sie jüdisch war und dann zum Katholizismus konvertiert ist und Nonne geworden ist und also unter dem ESZ ein schweres Schicksal hatte und zum Tod gekommen ist. Die Gerda Walter, und das ist jetzt sozusagen das Missing Link, die Gerda Walter war ja die wissenschaftliche Sekretärin des Schrenk-Nozzi. Das heißt also, sie war eine der, vor allem nach Schrenks Tod, wo sie also zum Teil sein Werk weiter editiert hat und so weiter, war sie eine der Drehscheiben der europäischen Parapsychologie. Also, wie gesagt, Kollegin, Studienkollegin von der Konrad Martius. Das andere, was mir ganz am Anfang eingefallen ist, wie sie also Vorläufer von mehrdimensionalen Weltbildern, Weltanschauungen gebracht haben. Noch lange vor Kaluza und später Klein gab es ja den Zöllner. Und Zöllner war ja der Erste, der einen vierdimensionalen Raum vorgeschlagen hat. Und zwar hat er das nicht aus einer, wie soll ich sagen, Intuition, aus einem Blick gemacht, sondern er hat also deduziert aus der Riemannschen Geometrie, dass es eine vierdimensionale Raumdimension geben muss. Und dann hat er sich um Vorgänge in unserer Welt gekümmert, die diese Auffassung eines vierdimensionalen Raums unterstützen würden. Ich sage nicht gern Beweis, weil man bekanntlich nach Popper eigentlich nichts beweisen kann, sondern nur was falsifizieren kann, aber zumindest also das unterstützt, untermauert. Und da ist er eben auf Experimente mit physikalischem Mediumismus, mit Medien gekommen, hat also diese berühmten Knotenexperimente und dergleichen gemacht. Also mit einem Wort, die Idee eines vierdimensionalen Raumes geht zurück, Popper ist 1882 gestorben, also auf die 1870er Jahre. So, dass also einmal die Dinge, die sozusagen ganz klar sind und die jetzt mit dem Heim noch gar nichts zu tun haben. Die Frage zu Heim ist jetzt natürlich, wie weit, ach gut, wenn wir das jetzt diskutieren, müssen wir wahrscheinlich bis nächste Woche da sitzen. Aber wie weit zum Beispiel, was ist die Erklärung über die DNA und das Licht, Biophotonen, okay, Biophotonen, Der Gurwitsch hat seinerzeit schon die mitogenetische Strahlung gehabt, aber die mitogenetische Strahlung hat die Wurzeln von einer Zwiebel auf eine andere Zwiebel beeinflusst. Aber zwischen Menschen und Zwiebeln ist ein bisschen ein Unterschied. Wie bringt also Heim jetzt das als Lösung des Leib-Seele-Problems zusammen? Was ist da mit der Seele im Jenseits, mit dem, wie Sie sagten, relativ unverständlichen Werk der postmortalen Zustände im Jenseits, gibt es dort also Licht oder nicht? Oder eine ganz andere Frage, die sich stellt, die allgemeine Frage, dass Sie haben das ja sehr schön dargestellt, das ist gut verständlich, diese Schichtenontologie, der Stufenbau über die verschiedenen T0 bis 27 oder so. Das ist alles wunderbar verständlich. Wie weit ist das nur eine neue Beschreibung der Dinge, die bekannt sind, über die wir uns einig sind? Oder was gibt mir das für neue Erkenntnisse? Wird irgendetwas, was bisher nicht lösbar war, damit erklärt? Nicht anders interpretiert, sondern erklärt. Weil eine Erklärung in unserem Sinn, im wissenschaftlichen Sinn, von mir aus noch einmal im Sinn von Popper, beinhaltet, dass ich angeben muss, wenn was passiert, damit meine Hypothese widerlegt wird. Gibt es also ein Experimentum Cruzes auf einer bestimmten Ebene, was mir also dann die Heimsche Hypothese, das Heimsche Weltbild fragwürdig machen würde. Also das sind die Fragen, die ich noch an Sie stellen möchte, bevor wir in die allgemeine Diskussion übergehen. Was hilft mir das, um unsere Welt besser zu verstehen, nicht nur anders zu beschreiben, sondern besser zu verstehen? Und zweitens, was
kann man sagen, müsste passieren, dass wir sagen, tut mir leid, Heim hat sich ja so geirrt, hat sich verrannt. Gibt es da so ein Experiment? Ich möchte anfangen mit der Frage nach, inwiefern ist das eine Beschreibung von etwas, das auch schon da war. Das ist es garantiert. Denn ich vergleiche es immer gerne mit dem Phänomen der Zeit. Wenn Sie ins Mittelalter zurückgehen, da war in der Wahrnehmung praktisch aller Menschen, vielleicht einige Gelehrte ausgenommen, die Zeit war etwas Zyklisches. Man war ja auch im aristotelischen Denken lange noch verhaftet. Die Zeit war der Zyklus des Tages, der Jahreszeiten, des Mondes. Und der Gedanke, dass man die Zeit als eine Achse auftragen könnte, der kam erst so mit Newton, Descartes auf, um die Zeit. Und das war sozusagen eine Geometrisierung des Zeitbegriffes, wodurch sie dann auch linear wurde und wodurch man dann viel besser mit ihr rechnen konnte. Und das führte dann schließlich zum Minkowski-Raum etc. So etwas Ähnliches, also ähnlich, können Sie sich jetzt das mit der Entelechie vorstellen. Ich habe gesagt, es sind ontologische Dimensionen, das heißt, es sind Dinge, die wirklich erkennbar sind in unserer Welt. Wir haben nur noch nie darüber nachgedacht, dass man sie in Form einer physikalischen Dimension charakterisieren könnte. Wir sehen überall Strukturen, die in der Welt um uns herum sind. Aber der Gedanke ist neu, ist genauso revolutionär vielleicht wie die Geometrisierung der Zeit, die Geometrisierung oder Formalisierung, vielleicht etwas allgemeiner, der Entelechie und eben auch der Teleologie. Das Experimentum Crookes, gut, Heim hat zum Beispiel Experimente gemacht mit Transkommunikation. Da gibt es die gibt es in Manuskriptform, da ist nichts von publiziert. Ich habe sie mir mal in Göttingen angesehen, in Nordheim im Archiv. Er hat daraus gewisse Folgerungen abgeleitet aus seinen Versuchsreihen. Er hat diverse Reihen gemacht. Und aus diesen hat er auch dieses Modell entwickelt, dass sie in postmortale Zustände wiederum sehr kondensiert vorfinden. Eine der Voraussagen bei seinen technischen Anordnungen war zum Beispiel, man braucht eine relativ massive Spule, also mit einer großen Masse. Es zählt also nicht Induktivität unbedingt, sondern die Induktivität der Spule, sondern auch ihre Masse. Warum? Ich glaube, das würde etwas den Rahmen des Abends sprengen. Heims Modell ist insofern, ich würde sagen, es erklärt ziemlich viele, man kann sehr viele Erklärungen, man kann sehr viele Phänomene unterbringen, die man bisher nicht versteht. Deswegen würde ich eigentlich fast sagen, ich würde es als Paradigma bezeichnen. Nicht unbedingt als Theorie, aus der jetzt sehr viele konkrete Hypothesen ableitbar sind. Da gibt es im Einzelfall gibt es eine ganze Menge Arbeiten, was Rupert Sheldrake auch gemacht hat, wo er mit einem anderen Modell diese nicht lokalen Wirkungen beschrieben hat. Heims Modell hat den Vorteil, es integriert einfach sehr viel von diesen relativ isoliert stehenden Sachen. Es löst das Problem eines Feldes, das bei Rupert Sheldrake ja auch etwas Räumliches ist. Und das ist für mich die große Stärke des Heim-Modells. Also wo ich Sympathie für dieses Modell empfinde, ist, wenn ich das jetzt mit anderen Worten sage, dass daraus hervorgeht, dass unsere normale Welt, unsere Alltagswelt, unsere Mesowelt, von mir aus auch die Mikrowelt, ein Teil einer umfassenderen, Anführungszeichen, paranormalen Welt ist. Also dass es ein umfassenderes gibt, was wir also bisher nicht fassen können. Das gesagt habend, jetzt etwas ganz Einfaches, Pragmatisches, vielleicht wissen Sie das, der Pater Resch, beziehungsweise also die Organisation Grenzgebiete der Wissenschaft, hat ja sehr viele Dinge ins Internet zum kostenlosen Download gestellt. Sind Heims Werke auch da drin? Ja, imagomundi.biz/Werke, da finden Sie alle Bücher von Burkhard Heim, die im Resch Verlag jemals erschienen sind. Also da haben Sie sozusagen was zum Mitnehmen. So, und jetzt haben wir noch knapp 5 Minuten Zeit, wenn wir dann hier abbauen müssen. Bitte schön. Ich habe
Eine grundsätzliche logische Frage. Kann man nicht die Kausalität immer in eine höhere Dimension verlegen? Das war die eine Frage, und die biologische Frage wäre, habe ich das richtig verstanden, dass die Faltung der Proteine auch ohne die Faltungsenzyme möglich sei? War das im Vortrag so gemeint? Der erste Teil, ob man die Kausalität immer in eine andere Dimension verlagern könne. Ja, aus Sicht des Heim-Modells ist es immer eine Wirkung aus einer anderen Dimension. Im Spezialfall der unbelebten Materie, da gilt das, was wir, da können wir sozusagen abschneiden. Da ist dieser Effekt nicht dominant, da sind die ordnenden Effekte nicht dominant. Das erzeugt dann ja die Anomalien, die wir darin nicht unterbringen können. Ich hoffe, das beantwortet den ersten Teil der Frage. Der zweite Teil, nochmal bitte, den zweiten Teil. Sie haben das Beispiel gebracht, vielleicht habe ich es falsch verstanden, dass die Faltung... Proteinfaltung, ja. Proteine, danke. Durch Enzyme nachgewiesen sei, aber nicht die Enzyme unbedingt notwendig sei. Gut, die Frage ist, findet man da etwas, das man gesucht hat? Irgendwo beißt sich ja die Katze in den Schwanz, wenn man es ist sozusagen, man begründet das Ergebnis, die Prämisse wird ins Ergebnis einfließen lassen. Es ist irgendwo eine zirkuläre Argumentation, wenn man sagt, das eine Protein bewirkt, dass das andere richtig gefaltet ist. Man könnte das auch zurückspielen und sagen, die Chaperone werden wieder von den bereits vorhandenen. Also es passt irgendwie hinten und vorne nicht, wenn Sie es so streng logisch sehen. Ja. So, noch zwei Fragen, es sind jetzt sicher schon drei. Eins, zwei, drei. Ich möchte höflich zur Vorsicht warnen im Zusammenhang mit den Überlegungen der Biophotonen oder mit der schwachen Biolumineszenz. Es gibt ein Beispiel aus der Kryobiologie, ein kanadischer Laubfrosch. Wenn der einfriert, dann hört sein Leben, seine Lebenszyklen auf. Und wenn Sie dann eine Messung machen würden, dann würden Sie keine Biophotonen mehr sehen. Trotzdem wacht der Frosch auf im nächsten Frühjahr, wenn die Sonne sozusagen die bestimmte Reihenfolge in den metabolischen Prozessen sozusagen in die Wege leitet. Ich bin der Meinung, dass da bestimmte elektrische Prozesse eine Rolle spielen dürften. Ich weiß nicht, Herr Bob hat nie einen kanadischen Laubfrosch untersucht, aber trotzdem finde ich es sehr interessant, gerade bei der Diskussion um die Frage, was Leben ist und was tot ist, dieses Beispiel, weil es einfach ist, heranzuziehen aus der Kryobiologie. Interessantes Beispiel, das kannte ich auch nicht. Man muss tatsächlich ein bisschen vorsichtig sein bei Heims Lebensmodell, und auch bei diesen Klassifizierungen, die er vornimmt, weil man findet ständig irgendwelche Spezialfälle, was zu seiner Zeit vielleicht noch nicht bekannt war, auch was ich über die Psyche sagte, da sind wir heute auch etwas, wir können es etwas differenzierter sehen als er seinerzeit. Und vielleicht ist es nicht abgeschlossen, es ist aber, das ist mal eine Denkrichtung, in die sonst so noch nicht da ist. Und vielleicht ist es eine Grundlage für, es ist ja nichts abgeschlossen, es soll ja auch inspirieren, sich selber darauf nochmal was zu setzen. Ja. So, jetzt in zwei Minuten pro Frage und Antwort. Zwei Minuten hier, zwei Minuten. Ja, ich habe alle zwei Bücher von Heim korrigiert und habe zusammen mit ihm also ein Buch geschrieben. Also ich weiß, es ist sehr kompliziert, also was er da gemacht hat, aber es fehlt bei ihm der Beweis, dass Information also Materie also beeinflussen kann. Und ich habe also mit einem Kollegen also diesen Messungen durchgeführt und das ist Gott sei Dank gelungen. Dann sind Sie Herr Walter Droscher. Und dann freue ich mich, Sie kennenzulernen. Sie können wahrscheinlich noch einen viel besseren Vortrag als ich über Heim halten. Sie kannten ihn ja lange persönlich. Ich weiß genug drüber. Es ist sehr kompliziert, aber ich habe die Bücher korrigiert und immer hingewiesen und so zeitweise auch Fehler, die er gemacht hat, aber wie gesagt, das ist halt sehr zeitaufwendig gewesen. Mhm.
So, jetzt hat es doch noch länger gedauert, es tut mir leid. Wir müssen dann in 5 Minuten den Raum verlassen, da muss noch abgebaut werden. Ich muss das heute schließen. Noch einmal sehr herzlichen Dank. Schön, dass Sie bei uns waren. Danke.